Andi, du hast ja eine sehr schwere Saison hinter dir. Der ein oder andere, muss man sagen, hat dich schon abgeschrieben aufgrund der nicht so ganz tollen Leistungen. Jetzt ist aber die Sommerpause. Bist du quasi wieder völlig aus der Asche entstiegen. Du hast dich mit guten Leistungen in der Vorbereitung in die Stammformation zurückgespielt und jetzt in die letzten vier Spiele das Vertrauen absolut gerechtfertigt. Was ist passiert? Ich glaube, es war für uns alle voriges Jahr eine ganz schwierige Saison, in der Familie allein. Sicher, bei mir ist noch mehr extrem ausgefallen, die Statistik natürlich. Aber ich glaube, dass wir momentan einen ganz guten Fußball spielen, dass wir uns auch mit Tore und mit Punkten belohnen. Und man sieht einfach, dass im Fußball der mentale Bereich einfach eine ganz wichtige Rolle spielt. Und der passt momentan in der Mannschaft. Ja. Auswärtsspiel in St. Pölten war ein sehr, sehr souveräner Auftritt. Wie siehst du das? Ja, auf alle Fälle. Wir sind schnell 1-0 in Führung gegangen, haben wir gut nach vorne weitergespielt, haben die eine oder andere Chance aufs 2-3-0 gehabt. Das haben wir nachher schlussendlich so gemacht und haben eigentlich ganz, ganz wenig Chancen zugelassen für St. Pölten. Wir haben vor allem Auswärtsteam haben wir gut ausgeschaut. 5-0-Sieg, 3-0-Sieg, unfassbar. Aufgrund der letzten Saison, unfassbar. Daheim sind wir noch nicht ganz so gut. Woran kam das liegen? Ja, die erste Partie Kraftwerk ist immer schwierig. Die erste Partie, wo steht man, Kraftwerk ist schwierig zum Spielen. Gegen LASK finde ich, dass wir sehr gut dagegen gehalten haben, dass wir uns da sicher Minimum einen Punkt verdient hätten. Wir sind Top-Favorit in der Liga und haben uns sehr, sehr gut verkauft. Das müssen wir natürlich zu Hause auch mal absolut die Leistungen, was wir auswärts bringen, bestätigen. Bis jetzt haben wir es auch ein bisschen leichter dann. Vielleicht, weil wir mehr Räume haben, aber vielleicht jetzt gegen Liefering, dass jetzt da schon wieder mit einem Dreier funktioniert. Da gibt es eigentlich gute Dinge, dass es funktioniert. Ja. Der FC Liefering war letzte Saison nicht so unser, wie soll ich sagen, unser Lieblingsgegner. Wie schaut denn das heuer aus? Ja, wenn man es anschaut, voriges Jahr haben wir gar keinen Lieblingsgegner gehabt. Okay. Ja, Liefering ist bis jetzt ein Wundertüten. Einmal spielen sie gut, gewinnen sie, einmal spielen sie ganz schlecht, gehen sie nicht drauf. Das ist ganz schwer zu einschätzen. Wir werden jetzt in der Woche sehr gut vorbereiten auf die Partie und nachher werden wir positiv in die Partie herangehen. Ja. Mhm. Der Daniel Micic muss jetzt unter das Messer. Wird er euch sehr viel? Ja, natürlich. Jeder, was Micic jetzt gesehen hat in den letzten Spielen, ist unheimlich wichtig für uns. Ist immer einer von den Besten. Wir haben sehr viele Assists, sehr viele Tore geschossen. Irgendwie müssen wir versuchen, als Mannschaft das zu kompensieren, seinen Ausfall. Da gibt es sicher genügend andere Spieler, was jetzt da auf die Chance warten. Kommen wir nochmal zurück auf dich persönlich. Du spielst jetzt in der Verteidigung rechts draußen. Ist die Position jetzt für dich besser, feiner als wie vorne im Mittelfeld? Es ist ja oft so, dass man im Alter ein bisschen zurückrückt. Das ist eigentlich keine große Umstellung für mich. Natürlich ist es fein, dass man das Spiel vor sich hat. Aber ich habe es bei Stuttgart schon sehr oft gespielt. Also von dem her. Mit der Aktivposition habe ich sehr viele Ballkontakte und ich glaube, dass ich da bis jetzt sehr gut hineingewachsen bin. Spiel gegen Liefering, was ist jetzt das Ziel für dich persönlich, außer die 3 Punkte? Ja, für mich ist mittlerweile auch ein Spiel natürlich die 0 hinten. Ganz klar, aber nein, Hauptding sind natürlich, dass man mit der Mannschaft die 3 Punkte gewinnen. Dass ich meine Leistung bestätige und alles andere kommt dann von selber. Gut, Andi, das wünschen wir uns auch alle und ich sage danke fürs Interview.